all, we are Ganesian. Normalerweise, wenn wir glücklich sind, genießen wir das Leben. Einfach, großartig. Jeden Tag etwas Neues. Aber plötzlich geschieht vielleicht, was das Leben ganz verändert. Ich sage nicht, dass Sie einen Unfall also haben und dann darüber erzählen. Wir sehen aber im Alltag, dass einige Menschen haben irgendwann einen Unfall und dann verändert alles sich komplett. Dann ist das Leben nicht mehr so, wie es einmal war. Und manche Leute kommen eigentlich mit neuen Situationen nicht einfach klar. Andere akzeptieren das. Das ist auch die Realität des Lebens. Und dann, sie akzeptieren und dann machen den Gemisch weiter. Also Freunde, heute sprechen wir über das Thema Leben nach dem Unfall. Also das heißt, vielleicht nicht mein Leben, aber Sie haben vielleicht auch in der Familie sowas gesehen oder bei Freunden. Ja, ich weiß, mein Vater hatte auch Unfall. Bei uns ist das, also die Straßen nicht so sicher oder ja, Verkehrsregeln folgen wir vielleicht nicht so richtig. Und dann gibt es immer wieder Unfälle. Die Menschen müssen dann leider daran leiden. So, jemand will damit natürlich beginnen. Wer will beginnen, bitte? Hier sehen Sie einige Fotos. Sie können Erfahrung von einem, also in der Familie oder bei Freunden oder vielleicht Sie selbst etwas. Ja, es könnte auch sein, dass manchmal das auch nicht so gefährlich war und dann geht das auch immer wieder. Also gleich. Manchmal ist das gefährlich. Man muss den Beruf auf Wand, vielleicht an der Wand hängen lassen. Manchmal müssen wir. So, wer beginnt? Sunita oder? Etwas. Ja, gerne. Ja. Guten Tag alle. Die Zukunft ist unsicher. Darum sollten wir mehr auf die Jugendebene des Unfalls achten. In den Filmen habe ich angesehen, dass das Leben nach dem Unfall wirklich hart ist. Manchmal fühlen sich die Jugendlebende niedergeschlagen und plötzlich los. Sie sind von ihrer Familie abhängig. Es ist zu schwierig für sie, einen Lebenspartner zu finden. Der Unfall beeinflusst nicht nur das Leben der Jugendlebenden, sondern auch ihrer Familie, weil die Familie sich um das Mitglied für lebenslang kümmern muss. Es gibt viele Filme bezogen auf die Behindertenversion, zum Beispiel Barbie. Am Schluss möchte ich sagen, dass das Leben nach dem Unfall so herausfordernd ist. Vielen Dank. Da hast du recht, Khushi, das Leben ist nicht sicher. Aber wir normalerweise, wir leben das, ja, führen das Leben so sorgenlos. Wir sollten auch, ja, diese Weise. Ansonsten wird das Leben auch kein Leben. Aber wir fühlen uns so sicher. Und wir Jugendliche eigentlich, besonders wir, die Menschen zwischen 20 und 40 vielleicht, diese Gruppe, sie leben das, leben eigentlich riskant. Sie brauchen Abenteuer im Leben und dann fehlen Routine. Und dann geschieht was plötzlich. Manchmal sind wir nicht schuld daran, vielleicht jemand, der also achtlos das Auto fuhr oder irgendwas, aber dann ist es zu spät. Später bereuen wir nur, aber wir sollten vielleicht im Voraus darauf achten, nicht Risiko eingehen und langsam vielleicht Auto fahren. Oder es gibt hunderte Sachen, die vielleicht wir im Alltag auch ja, im Kopf haben müssen. Okay, nächste Person bitte. Ja, guten Tag.
Where is Drang? Bis alles normal ist, wir haben das gar nicht im Kopf, dass wir auch bestimmte Regeln folgen müssen. Aber wenn etwas geschieht, dann sind wir extra aufmerksam. Aber dann ist es schon zu spät. So lernen wir vielleicht auch von dem Thema heute. Einige Freunde sagen bestimmt etwas darüber. Okay, wer ist dran? Wenn sie nicht sprechen, dann wird das Thema, ja, vielleicht. Das dauert dann 15 Minuten und vorbei. Ich darf nicht die ganze Zeit etwas sagen. Ja. Shubham ist auch da. Hallo Shubham. Ja, gerne, du kannst weitermachen oder vielleicht andere Freunde. Ein nach dem anderen. Rina ist auch da. Und Moiz aus Pune ist da. Rasvid ist auch da. Bitte schon. Man hat auch noch ein Molten Blue Flash Pressure. Moiz? Bitte schon. Nein, vielleicht Moiz will nicht sprechen. Moiz ist heute neu und er hat gerade mit der Sprache begonnen und sagte, dass, ja, wenn er will, dann natürlich darf er auch. Okay, Shubham, vielleicht du einmal und dann Moiz. Okay, heute ist der Guten Morgen zusammen. Heute ist das Thema das Leben, Leben nach dem Unfall. So, Unfall und der Unfall, den Unfall kann jemandem haben, und es ist ganz normal. Jeden kann den Unfall im Leben Unfall haben. Und wir reden mit dem Unfall in unserem alltäglichen Leben. Unfall sein und große Unfall sein oder lebensfremdliche Unfall könnte auch sein. Und wir leben und begegnen mit den alltäglichen schwierigen Situationen, solche Fällen nehmen wir auch als Unfall. Und Unfall bedeutet, die Situation, die unser Leben, körperliche, mentale Leben kaputt macht oder erlauben, uns nicht weiter zu gehen oder machen uns etwas, machen unseren Körper oder unseren geistigen Status, unseren Sinn. Solche Situation oder solche Sachen können wir als Unfall nehmen. Und wir alle leben ein solches Leben, manchmal leiden unter der Lebensangst. Weil wir alle leben, aber es gibt Unsicherheit im Leben, gibt es zu viele Herausforderungen auch, und wenn es etwas uns nicht gelingen, dann leiden wir unter der Lebensraum. Und immer da. Und was es heute gibt, dauert nicht das gleiche an morgen, weil jeden Tag ist mit etwas Neues mit. Und die Regel der Vergänglichkeit ist immer auch da. Die Regel der Vergänglichkeit ist da und wird da immer da sein. Es bedeutet, was ich heute habe, dauert nicht gleich weiter. Ja, in der kommenden Zukunft. Wir alle werden im Laufe der Zeit oder nach bestimmten Zeit werden wir alt und brauchen wir die Hilfe der anderen, brauchen wir die Hilfe der anderen. Es bedeutet, dauert das gleich nicht mehr, mehr. Und wenn wir mit einem Unfall begegnen, dann solche Fälle
unter Freileitung, dann solche Krankenheit, dann leiden wir unter die Krankenheit. Solche Krankenheiten, Krankenheiten können temporal Krankenheiten sein oder lebensdauernde Krankenheit sein. Wie zum Beispiel jemand mit einer Verletzung an seinem Rücken oder Gehirn bekommt hat, dann am Gehirn bekommt hat, dann solche Krankheiten dauern lebenslang oder permanente Krankheit können wir auch jetzt nennen. So, dann, wenn es jemand plötzlich gestern ganz normal war, heute wird er plötzlich behindert oder braucht die Hilfe der anderen oder er dann nicht mehr bewegen kann, dann das Leben ist schwieriges Leben. Das Akzeptanz kommt nicht automatisch, oder das Akzeptanz früher war es bevor dem Unfall war es sehr Bewegungsfreiheit war da, aber wenn jemand mit einem schwierigen Unfall betrifft und dann plötzlich behindert wird und kann sich nicht mehr bewegen und braucht die Hilfe der jemand, das ist eine tägliche Aktivität oder seine tägliche Lebenskraft, um weiterzuführen, dann ist solche Teile möglich wäre und dann wir können es nicht sagen, dann er muss aufgeben und warten, das Sterben mit solche, das ist aufgeben und man soll nicht im Leben aufgeben. Und wenn etwas geschehen ist und die anderen sagen, es ist zu spät, man kann in dieser Situation eingreifen, dann ist es nicht so. Etwas passiert bedeutet, etwas schon gesehen ist, dann schon gesehen ist. Wenn wir darauf nicht mehr können machen, aber dann müssen wir gut zu fallen oder die Dinge akzeptieren, wie sie fallen. Wir nennen das, es ist eine Lehre, eine gute Lehre für mich oder die wollen mir etwas im Lauf der Zeit Neues beibringen, wenn leider ist unter dieser Krankheit oder bekommen diese Therapie. Weil wir den Menschen, wir können den ganzen Universum-Prozess nicht eingreifen. Wir können nicht versagen, dass es wird nicht passiert wird, warum ist es nicht mehr. Was schon gesehen ist, dann darüber können wir nicht die Prozess oder solche Fallen vermeiden. Etwas passiert, dann etwas für mich geeignet ist. Dann ich muss die positive Einstellung haben, wenn man solche Sachen oder Diskussionen akzeptiert, dann wird er schon reif und schon gesiegt und wird er verkopfiger, mehr und mehr weiter. Und er versteht eigentlich, was ist was. Er wird mit dieser Zeit für sich selbst, wieder konstruiert sich selbst und dann im Laufe der Zeit wird er sehr reifer und erfahrener Mensch, ein erfahrener Mensch, versteht die Sache, wie sie ist. Die alle Dinge, weil die anderen laufen hinter der Dinge. Er lauft der Dinge. Er versteht, was ist was. Ist da und die Zeit muss ich jetzt für mich. Dann, wenn jemand trifft mit einem solchen Infant, und akzeptiert die Sache und bevorzugt die positive Anziehung, dann wird auch sein Leben besser und besser. Es ist okay, dann okay, und Eden dann Unfall haben. Das ist nicht neues Leben. Ja, schon, das heißt,
Wir müssen akzeptieren zuerst. Und Akzeptanz ist so wichtig im Leben. Und dann beginnt die Reise weiter. Und das ist nicht manchmal in unseren Händen. Wir planen das nicht. Das ist zufällig so. Das heißt, also wir haben auch keine andere Wahl. Wir müssen akzeptieren. Es ist besser, sobald man das akzeptiert. Bereuung ist keine Lösung. Da haben die Rest. Und ja, und man kann auch sagen, was passiert, muss passieren. Das wurde vielleicht schon geplant. Aber aufgeben sollte man nicht. Das haben wir hier ja gehört. Aufgeben. Wenn man aufgibt, dann gibt es andere Probleme. Und was ich gerade von Shubham gehört habe. Also wir sehen nur einen Unfall. Das ist nicht nur ein Unfall. Dann kommt vielleicht etwas anderes danach. Und wir denken, Unfall geschieht und dann in einigen Tagen ist man wieder geheilt. So ist manchmal nicht der Fall. Dann muss man also mit neuer Umgebung das gewöhnen. Daran muss man gewöhnen. Also Körper muss sich gewöhnen. Die Familienmitglieder müssen sich gewöhnen. Und wenn wir daran gewöhnen, dann ist das besser. Ansonsten, ja, gibt es Probleme mehr. Okay, nächste Person, bitte. Wer ist dran? Sie können eigene Erfahrung oder Erfahrung der Familienmitglieder, Erfahrung der Freunde,